Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer neuen Folge Let's Play Game Dev Tycoon mit mir, dem Nature. Und wir machen mal genau da weiter, wo es beim letzten Mal ein Chat gegeben hat. Unsere Mitarbeiter kehren langsam aus dem wohlverdienten Urlaub zurück. Unser Nature Quest 5 erzielt immer noch Rekordsummen. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, unser Forschungsteam, ob das generiert so langsam ein paar Forschungspunkte. Ist halt so. Naja. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal ein neues Projekt. Und letztendlich würde ich ganz gerne auf dieses MMO hinaus. Ja. Aber AAA-Spiele ist natürlich auch sehr, sehr verlockend. Genauso wie dieses Codename Grid. Und die eigene Spielemesse. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit diesem Codename Grid an. Und so, eine Firma namens ClickIT hat großes Medieninteresse auf sich gezogen, als sie in weniger als 8 Stunden die Entwicklung einer Konsole über ein sogenanntes Crowdfunding finanzieren ließ. Die Konsole namens Ouya besitzt eine ähnliche Technologie wie moderne Smartphones und Tablets und bietet Spiele exklusiv über ihren eigenen Online-Store an. Die Ouya ist eine würfelförmige Konsole und viel kleiner als die meisten Gamepads. Wobei nicht nur die Größe gering sein soll, die Entwickler zufolge wird die Ouya für unter 100 Grit zu haben sein. ClickIT kündigt darüber hinaus für jedes Spiel auf der Ouya eine kostenlose Demo-Version an. Die Ouya wird im Laufe des nächsten Jahres verfügbar sein. Also da. So, wir verdienen ganz gut, deswegen steigern wir mal das Budget unseres ME-Labors auf 1 Million. Dafür müssen wir natürlich jetzt auch wieder was liefern. Und zwar gucken wir mal, ob wir noch irgendwas groß erforschen können. Das ist jetzt erstmal nicht der Fall. Deswegen werden wir jetzt noch ein Spiel rausbringen, bevor wir unsere neue Engine entwickeln. Also nicht ein neues Spiel, Fortsetzung entwickeln. Und müssen wir mal gucken. Apokalypse war ein Actionspiel. Uhrenleser Abenteuer. Es könnte eigentlich mal wieder Zeit sein für ein Simulationsspiel. Und zwar für Winger 4. Wieder auf der M-Box, Play System und dem PC. Mit dem Nature Gear 5. Das sollte eigentlich ganz gut laufen. So, Gameplay Engine in die Mitte. Story Quest ist hier natürlich dann wieder unerheblich. Deswegen können wir das doch mal rauspacken. Das kann, ansonsten kann man alles so drinnen lassen. So, Engine, da nehmen wir nochmal die Videowiedergabe wieder raus. So, und das lassen wir einmal so. So, Nature Quest 5 wurde vom Markt genommen. 112 Millionen Umsatz. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da gibt es eigentlich, muss jetzt wieder rankommen. Und 8 Millionen verkaufte Einheiten. Ja. Während unsere Kollegen hier das Zeug für Grid entwickelten. Das geht auch gut voran jetzt mit 1 Million Budget. So, Presseanfrage von Julian Rickstall vom Gamer Pro. Dann nehmen wir natürlich die Interviewanfrage an. Und das Spiel pushen wir mal. Weil ich denke, da können wir relativ sicher sein, dass das auch wieder ziemlich gute Bewertungen bekommt. So, KI nach oben, Dialoge nach unten, Leveldesign kann in der Mitte bleiben. Da können wir deswegen auch die Punkte aus den Dialogen rausnehmen. So, das Ganze lassen. Ja, gut, das ist bei 200, das läuft also ziemlich flott voran. Gleich wenn so ein Spiel veröffentlicht ist, können wir auch ruhig mal das Budget auf 2 Millionen pro Monat hochschrauben. Wenn es dann die Verkäufe richtig gut laufen. So, Sound in der Mitte, Grundtürme, Spielweltdesign ist ja nicht so wichtig, deswegen nehmen wir da einiges an Punkten raus. Lassen nur die Open World drin.
und setzen jetzt hier noch ein bisschen die Punkte um. Und so sieht das eigentlich ganz gut aus. Deswegen lassen wir das mal so. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht darauf geachtet, ob das ein großes Spiel ist, was wir entwickelt haben, oder wieder ein mittleres. Ich hoffe aber, dass es ein großes war. So, der Hype sollte eigentlich ausreichen. Also wir können einfach noch ein bisschen warten, ob gleich in den nächsten 2-3 Minütchen oder 1-2 Minütchen einer Spielemesse angekündigt wird. Die läuft gut, das ist fast schon bei 50%. So, der Hype nimmt hier allerdings schon wieder ab. Deswegen, ich warte jetzt einfach nochmal 20 Sekunden. Wobei, das dürfte schon zu lange sein. Wir hauen nochmal eine große Marketingkampagne eben raus. Und veröffentlichen das Ganze dann. Bug ist jetzt nicht so wild. Einfach um den Hype zu gewährleisten. So, 3D-Grafik V4 ist auch mal aufgelevelt. Und ein bisschen über Gehaltsbelohnung. Und kooperatives Spielen. Dann einmal bitte den Nicht-Training. Spielebericht. Weil da warten wir noch auf die Bewertung. Bewertungen für Winger 4 sind da. Naja, 6. Da ist also irgendwas ein bisschen gelaufen. 4. 5. Und nochmal, ne, 6. Also ganz leichter positiver Ausschlag. Ist also irgendwas nicht so ganz richtig gelaufen. Dann würde ich sagen, einmal den Spielbericht erstellen, damit wir sehen, woran es lag. Und bei der Forschung, was könnten wir da jetzt noch forschen? Online-Spiele könnten wir natürlich machen. Spiele, orchestraler Soundtrack, 3D-Gameplay. Ich würde sagen, wir nehmen mal das kooperative Spiel mit rein. Ja, nehmen wir mal rein, 47 Punkte. Schauen, ob wir noch ein bisschen Auftragsarbeit derweil machen. Mittelmäßige Bewertung, ja. Ja, also wir müssen eine Lehrstunde in Sachen Bescheidenheit hinnehmen. Gut, da können wir jetzt halt nichts gegen machen. Wir machen aber weiterhin noch ein bisschen Auftragsarbeit. Gerade als es schien, dass die Branche den langsamen Niedergang des Spiels am PC akzeptiert hat, da immer mehr Spiele primär für die Konsolen entwickeln werden, scheint der PC-Markt wieder aufzuleben. Neue Leistungsstärke und erschwingliche Hardware, eine wachsende Indie-Entwickler-Szene und der Aufstieg des Crowdfunding-Models, haben viele neue und spannende Projekte auf den PC-Markt gebracht. Es scheint, dass der PC-Markt in den nächsten Jahren nur noch stärker anwachsen wird. Für Konsolenliebhaber ist das keine schlechte Nachricht, da viele PC-Spiele auch auf die erfolgreichsten Konsolen portiert werden. Ja, wie so oft auch bei uns in der tatsächlichen Welt der Fall. So, die Spielemesse. Ja, nochmal 100.000 mehr wieder. Man sieht aber, dass es finanziell auf jeden Fall ein wirklicher Erfolg ist. So, ein Pünktchen noch, dann können wir auf jeden Fall noch was entwickeln, und zwar forschen, kann der Kollege hier mal machen. Forschen, wir nehmen auf jeden Fall jetzt mal den Sound mit rein. Surround Sound, weil das wird auch langsam überfällig.
da wir immer noch mit Stereo-Sound arbeiten. Sorry, Questfriend, für diese Art von Spiel. Sehr wichtig sein, Plattform und Genre-Übereinstimmung, großartig. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz, wo dann unser Fehler lag. Ich da irgendeinen Regler aus Versehen falsch verschoben hatte oder was. Müssten wir dann mal nachgucken beim nächsten Mal. Jetzt geht es auf jeden Fall erst nochmal gleich für unseren Mitarbeiter in den Urlaub. In den Urlaub. Urlaub. Alle in den Urlaub. Das ist auch bestimmt ein super Leben. Einmal schnell ein Spiel entwickelt und dann geht's ab in den Urlaub. Und wir kommen aber auch schon wieder und das bedeutet, wir können jetzt mit unserer neuen Engine beginnen. So, Umsatz von 500.000. Ja, ist okay. Nicht vergleichbar mit unseren riesen Erfolgshits. So, eigene Engine erstellen. Das ist natürlich das Nature. Ja. Nature Gear Nummer 6. So, und da bleiben wir bei der verzweigten Erzählung. Grafik nehmen wir natürlich die V5. So, Mehrspielermodus, das bleibt alles drin. So, hier nehmen wir noch Fertigkeitsbäume und kooperatives Spiel mit rein. Hier die dynamische Umgebung. Den Surround Sound anstelle vom Stereo Sound. Ja, und damit war es das auch erstmal wieder. Was wir haben. Unser Projekt Grid neigt sich auch so langsam dem Ende zu. Auch gar nicht so schlecht. So, Wegener wurde vom Kanal. Jetzt habe ich natürlich aus Versehen die Verkaufszahlen weggeklickt. Aber ich glaube 8 Millionen, ne, 8 Millionen eingespielt. Was also für uns kaum etwas ist. So, Rollenspiele. Neues Spiel entwickeln, dann wissen wir ja, was Phase ist. Hoppala. Dann entwickeln wir doch direkt mal die Fortsetzung zum Nature Quest 5. Da warten wir gar nicht lange dann. Nehmen wir auch dann direkt Nature Quest 6 und machen das direkt mal mit unserem neuen Engine. Mit unserer neuen Engine. So. Chef, eine kleine Anzahl an engagierten Fans hat gefragt, ob wir den Quellcode für die alten Spiele-Engine Nature Gear 5 veröffentlichen würden. Dadurch würden wir sicherlich Fans zufriedenstellen, aber wir haben auch hart an der Spiellizenz gearbeitet. Wir könnten auch Lizenzen verkaufen und etwas Geld machen. Alternativ könnten wir auch die Anfrage auch komplett ignorieren. Ich würde sagen, wir verkaufen oder verschenken, das ist jetzt die Frage. Die letzten haben wir eben verschenkt. Die letzte hat aber ziemlich viel gekostet. Diesmal verkaufen wir das ganz einfach. Das, wenn wir dadurch den einen oder anderen Fan verlieren. Aber wir haben trotzdem 1,9000 Fans gewonnen und 2,6000 eingenommen. Von daher also super. Der Tausch. So, Rollenspielen natürlich. Die Story Quest wieder nach ganz oben. Engine nach ganz unten. Deswegen. Hoppala, den nehmen wir natürlich mit rein. Genauso wie kooperatives Spiel. So, jetzt nehmen wir dafür raus. So, Story Quest natürlich mit rein. So, was nehmen wir im Gameplay noch raus? Fähigkeitsbäume und das hier, lassen wir das mal so einfach drin. Das sah eigentlich ganz gut aus. So, unser Crit ist fast fertiggestellt.
Das bedeutet, unser neues Spiel werden wir sogar schon über dieses Grid veröffentlichen können, wahrscheinlich. So, für Fans der M-Box. Na, hat das lange Warten auf ein Update der Konsole bald ein Ende. Microsoft hat angekündigt, dass die M-Box One im Laufe des Jahres erhältlich sein wird. Die neue Konsole wird als universelle Entertainment-Plattform angeboten und verfügt über eine Sprachsteuerung und eine ständig filmende Kamera für Gestensteuerung. Eine Kamera, die immer an ist und nicht die einzige umstrittene Eigenschaft, ist nicht die einzige umstrittene Eigenschaft, da die neue Konsole außerdem mindestens einmal am Tag mit dem Internet verbunden sein muss, um richtig zu funktionieren. Außerdem unterstützt sie keine älteren M-Box-Spiele und hat Einschränkungen beim Verleih oder Weiterverkauf von Spielen. Microsoft will ganz klar den Status quo verbessern und eine Konsole einer neuen Zukunft des Spielens liefern. Aber wir sind nicht sicher, ob die Spieler Microsofts Vision teilen. Na, heute ist wieder ein bisschen das Lesen wieder ein bisschen problematisch, habe ich das Gefühl. So, KI wieder ganz nach unten, deswegen hauen wir KI wieder raus, Level Design dafür aber wieder rein und die Dialoge natürlich auch wieder rein. Ansonsten belassen wir alles so bei. Und na, kurz nachdem Microsoft seinen Beitrag der kommenden Konsolengeneration bekannt gab, hat Wony seine lange erwartete Konsole, die PlayStation 4, angekündigt. Im Laufe des Jahres. Die Konsole scheint alles zu können, was die PlayStation 3 auch kann, nur besser. Anders als die M-Box muss die PlayStation 4 nicht ständig online sein und scheint auch sonst mehr auf den Spieler zuzugehen. Wir denken, dass es kaum ein Risiko gibt, dass Wony-Fans enttäuscht sein werden, aber wir werden sehen, wie gut sich die neue Konsole gegen ihre Konkurrenten behaupten wird. Ja, das schauen wir mal. So, während das Ganze läuft, machen wir natürlich wieder eine große Marketingkampagne, um wieder ein bisschen Hype aufzubauen. Beziehungsweise schneller Hype aufzubauen. So, 10 Punkte noch, dann ist unser Grid auch fertig. So, sie ist fertig und online. Grid ist der Name unserer eigenen internetbasierten Vertriebsplattform. Das System soll den Marktanalyse der PC-Spiele stark verbessern. Wenn wir einmal unsere eigene Konsole produzieren, werden damit auch dort einen großen Vorteil haben. Grid wird jeden Monat Geld in unsere Kasse spülen. Das soll uns helfen, neue Projekte und Spiele zu finanzieren. So, nach massiven Protesten gegen die fragwürdige Funktion der neuen M-Box hat Microsoft heute einen Brief veröffentlicht, aus dem zu entnehmen ist, dass sie ihre Pläne ändern. Die M-Box One wird nicht mehr ständig Internetverbindung benötigen und es wird keine Einschränkung beim Verkauf und Verleih von Spielen geben. Ganz klar haben andere und beliebte Strategien von Unternehmen wie Wony und die lautstarken Spieler selbst diesen Kurswechsel herbeigeführt. So, Spielweltdesign ganz nach oben natürlich, Grafik mäßig. So hin. Sound hier nach unten. So. Da nehmen wir auf jeden Fall den Surround Sound diesmal mit. Und Spielweltdesign können wir wieder alles dazu schalten. Jetzt müssen wir nur einmal unsere Männlein neu verteilen. Unsere Mitarbeiter natürlich, meine ich. So, das sieht doch ganz gut aus. Und hier können wir das nächste Projekt starten. Hardware. So, jetzt ist die Frage, wir machen erstmal den eigenen Messestand. Das sollte ja relativ flott gehen. Mit gerade mal 500 Punkten, die wir brauchen dafür. Und danach können wir uns so langsam Richtung AAA-Spiele und MMO begeben. Wobei ich da auch eher den Kurs verfolge, erstmal den AAA-Spiel zu entwickeln und dann das MMO. Und ich sehe gerade, das wird heute auch wieder eine längere Folge. Wir sind schon weit drüber. So, und dann nehmen wir auf jeden Fall noch die Messe mit, bevor wir das Ganze veröffentlichen. Und ich würde sagen, während hier die Mitarbeiter noch die Bugs vernichten, machen wir auch hier den Cut und schauen dann nächste Runde, was das Spiel uns bringt. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like für das Video und am besten auch noch ein Abo für den Kanal da. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Game Dev Tycoon mit mir, dem Nature. Macht's gut!